Hallo meine Scam-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Bexolix Kanal. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut verbracht und seid auch gut ins neue Jahr gekommen und seid jetzt wieder ein bisschen heiß auf Scam und sucht vielleicht auch noch einen passenden PvE-Server, denn wir haben natürlich auch einen eigenen PvE-Server, der Server German Ownage. Vielleicht bist du auch schon über diesen Server gestolpert und hast gedacht, was ist denn da los? Will ich da mal mitmachen? Ja oder nein? Ich weiß ja nicht. Und deswegen haben wir hier nochmal ein neues Anleitungsvideo, was ich jetzt heute machen möchte, denn das letzte, da bin ich nämlich mit so einem Ruderboot über so einen See gerudert. Vielleicht kannst du dich daran entsinnen. Und es hat sich aber auch einiges verändert, auch vor allen Dingen im Bereich Discord. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt gerne unsere neuen Discord-Funktionen vorstellen, aber auch, wie du vorgehen musst, wenn du bei uns einsteigen willst und starten möchtest. Und zwar gehst du dafür einfach, wenn du auf unseren Link klickst, unseren Discord-Link, den werde ich dir auch in der Infobox verlinken, dann wirst du als allererstes in den Welcome-Channel kommen und hast die Rolle Gast. Mit der Rolle Gast kannst du aktuell nur unseren Welcome-Channel sehen und unsere Serverregeln. Und die allererste Nachricht, die du bekommst, ist von unserem Bot, der dir dann sagt, bitte lese dir die Serverregeln durch und halte dich diesbezüglich auf bezüglich News und Events auf dem Laufenden. Wichtig, bitte nenne dich im Discord sowie im Spiel Scam. Das dazu erstmal, also nutze die Umbenennungsfunktion, um dich auch quasi hier auf dem Discord genauso wie in Scam zu nennen, da können wir dich viel besser zuordnen und das ist für uns viel einfacher, als wenn wir da im Trüben fischen. Dann haben wir natürlich Infos zu News und Events, das kommt alles noch. Als allererstes liest du dir aber die Serverregeln durch und zwar klickst du dann hier drauf, dann kommst du zu unseren Serverregeln, die liest du dir alle einmal durch und dann kannst du hier mit dem blauen Haken bestätigen und du bekommst die erweiterte Rolle, die bei uns Scam-Spieler heißt und dann kannst du alle anderen Channel hier bei uns sehen und kannst sowohl Events einsehen, unsere YouTube-Let's Plays, unsere Scam-Infos, unseren Scam-Bereich allgemein, unsere Leute, die in den Sprachchannels, über den kannst du dich auch unterhalten, austauschen. Wir haben einen Schwarzmarkt, das bedeutet, hier wird gehandelt, was das Zeug hält, ja. Das bedeutet, es gibt bei uns Spieler, die Autos anbieten, die Autos fertig machen für ein gutes Geld, günstiger als beim Händler oder auch Waffen und Waffenteile. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation und ja, so kommen die Spieler hier Stück für Stück bei uns ins Spiel rein. Dann als zweiten Schritt möchte ich dir gerne unser neues Ticketsystem erklären. Und zwar, wenn du die Serverregeln akzeptiert hast, bekommst du hier den Kanal Support-Ticket. Wenn du auf den Support-Ticket drauf gehst, dann siehst du folgenden Bildschirm. Hier siehst du nochmal unser Starter-Paket, wenn du ein Starter-Paket bestellen willst. Aber wir haben auch andere Funktionen. Wenn du ein neues Ticket aufgeben möchtest, dann gehst du hier drauf und dann kannst du auswählen zwischen Scam-Problem, Starter-Paket bestellen und Fahrzeug reservieren. Wir machen einmal Starter-Paket bestellen als ersten Test und schreiben, das ist ein YouTube-Test. Wir wollen gerne ein Starter-Paket. Ihr schreibt natürlich rein, ich möchte gerne ein Starter-Paket. Ist klar, ihr schreibt jetzt nicht YouTube-Test rein. Dann sind wahrscheinlich alle verwirrt. Das Ticket schickt ihr ab. Es wird ein neues Ticket erstellt. Und das wiederum, das wird natürlich auch hier angezeigt, und das wiederum bekommen unsere Moderatoren in ihrem Ticket-Kanal angezeigt. Und dann kann sich ein Moderator das Ticket rauspicken. Es wird dann entschieden, wer das bearbeitet. Ja, und dann wird er mit dir in Kontakt treten in einem persönlichen Chat. Das Ticket wird automatisch zum Chat, wenn man so will, und dann kann man das, die Übergabe dann vereinbaren mit dem Starterpaket. Aber wir haben auch andere Ticketfunktionen. Zum Beispiel kannst du auch ein allgemeines Problem melden, was du zum Beispiel in-game hast oder auf dem Discord, wenn irgendwas nicht vernünftig funktioniert, du irgendwo festgebackt bist oder was weiß ich, was passiert ist oder vielleicht wurdest du auch bestohlen, was wir ja nicht hoffen wollen. Das ist ja bei uns alles in den Serverregeln geregelt, aber man weiß ja nie, was passieren kann. Das kannst du bei Scam Problem machen, funktioniert genau gleich, das heißt hier kannst du wieder eine reinschreiben, Ticket absenden und so weiter und so fort. Und eine neue Funktion, was auch bei uns ist, das Fahrzeug reservieren. Das hat folgenden Hintergrund, wenn du das Fahrzeug reservieren Ticket auswählst, dann schreibst du dort rein, wenn du ein Fahrzeugwrack hast, also ein Fahrzeug, was noch nicht verkehrstüchtig ist, was du aber gerne herstellen möchtest. Und du möchtest ein Schloss einsetzen, um das Fahrzeug abzuschließen, dass keiner da erstmal dran kann und dir Sachen da vom Fahrzeug wegklaut.
Dann kannst du ein Schloss einsetzen und dann musst du bei uns ein Fahrzeugreservierticket schreiben. Und zwar schreibst du rein, um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt, zum Beispiel ein Ranger. Dann schreibst du rein, in welchem Sektor sich das Fahrzeug befindet und genau am besten so detailliert wie möglich, wo es sich befindet, damit wir Bescheid wissen. Und dann hast du ganze 4 Tage Zeit, um das Auto verkehrstüchtig zu machen, also zumindest um das Auto bewegbar zu machen. Das heißt, wenn du das Fahrzeug in die Base dann reinstellen kannst, also wenn es Räder hat und kannst es in die Base schieben, dann ist alles in Ordnung. Dann kräht da auch kein Hahn mehr nach. Aber es soll natürlich vermieden werden, dass Leute unbegrenzt Schlösser in Fahrzeuge packen und dann nicht mehr wiederkommen. Ne? Dementsprechend kann man hier sein Fahrzeug dann, sein Wrack reservieren, hat ein Schloss drin, Ticket abgestellt und alle wissen Bescheid und alles ist gut. Wenn eine Nachfrage kommt, von wem ist denn da ein Schloss drin, dann können wir nachgucken. Ah, das ist doch hier von dem so und so und der hat das doch reserviert, der ist gerade da dran. Dann wissen wir alle Bescheid. Ja, das sind unsere Funktionen aktuell auf dem Discord. Wie du uns im Mehrspieler findest, das hast du ja schon bereits in dem anderen Video gesehen. Du suchst uns einfach, wenn du das Scam-Spiel öffnest, Mehrspieler und machst dann in dem Suchfeld German Ownage. Das ist unser PvE-Server. Und dann wird der angezeigt als German Owned PvE-Server. Und dann machst du einen Doppelklick drauf oder klickst auf Verbinden und zack, bist du auf unserem Server. Aber sei gewarnt, es ist wichtig, du musst auf Discord angemeldet sein. Das heißt, komm am besten sofort auf Discord. Wie gesagt, Link in der Infobox. Das ist das Allerwichtigste, denn du musst unsere Serverregeln bestätigen und auch einmal gelesen haben. Ja, und dann steht dir gar nichts mehr im Weg. Dann kannst du bei uns alles Mögliche machen. Du kannst bauen, handeln, Zombies abknallen, in radioaktive verseuchte Gebiete gehen, Militärbunker plündern, dein Auto aufmotzen und. Also es gibt da kaum Begrenzungen. Wir haben zudem auch sehr viele Events, die findest du bei uns in dem Eventbereich. Wir hatten zuletzt ein Airdrop-Event, dann hatten wir ein Bogenschieß-Event, demnächst werden wir auch noch ein wahrscheinlich Angel-Event haben und auch ein Survival-Event, aber wir haben auch noch eine Scam-Lotterie und. Kannst du dir alles durchlesen, wenn du bei uns auf dem Server bist? Hier ist unser Server-Symbol übrigens. Ja, so sieht das aus. So sieht der Server aus, wenn du drauf bist. Das ist am Rand, also nicht aus Versehen weglöschen. Und ja, ansonsten siehst du hier noch unsere Kanäle YouTube. Da sind immer unsere YouTube-Let's-Plays drin, unsere Infos allgemein, was bei uns hier so abläuft. Und auch hier siehst du, hier sind auch ganz viele Spieler, mit denen du dich unterhalten kannst, wenn du da Bock drauf hast. Du kannst dich aber auch verziehen und für dich sein. Ja, also wie gesagt, am Sprachchannel bei uns auch immer viel los. Vor allen Dingen jetzt gerade, wir haben jetzt ja gerade ja, um 16 Uhr, also es ist eigentlich noch nicht abends und bei uns ist schon gut besucht. Abschließend ist noch zu sagen, unsere Slots wurden zum letzten Video, zum letzten Aktionsvideo, wurden die Slots nochmal massig erhöht. Wir haben natürlich nicht mehr 10 Slots, kommen wir gar nicht mehr mit hin. Wir haben jetzt 27 Slots und sind trotzdem noch gut besucht. Aber es ist immer noch Platz für dich dabei. Das ist gar kein Thema, ne? Jetzt vor allen Dingen auch so ein bisschen nach den Feiertagen wird es auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen ruhiger. Und ja, dementsprechend steht dem nichts mehr im Wege. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist und uns besuchst, dir es einfach mal anguckst, ja, ein bisschen austestest und wenn du sagst, ey geil, macht eigentlich Spaß hier, ich glaube, ich bleib hier, da dann umso besser. Also, probier's aus, komm rein und mach dir selbst einen Einblick. Ich danke dir und sage bis dahin und viel Spaß weiterhin bei Scam. Schau auch gerne mein letztes Video an, da war ich in dem Kernkraftwerk gewesen, in der verstrahlten Zone in C0. Da haben wir 2 Teile gedreht. Wie kommst du vernünftig ins Kernkraftwerk rein? Wie musst du dich vorbereiten? Wo findest du Uran? Wie kriegst du das Uran da raus und kommst auch sicher wieder raus, ohne dich zu verlaufen? Es ist sehr nebelig dort. Ist auch sehr spannend geworden. Ich werde da von unserem Serverspieler Big Fishy werde ich da quasi so ein bisschen geguidet und der macht da quasi da den Fremdenführer. Und ich bin dabei und wir klären einige Fragen und ihr habt auch direkt einen Weg, wo ihr sicher lang könnt. Vielleicht ist das was für euch. Ja? Schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei, wenn euch das Video interessiert mit der verstrahlten Zone. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, bleibt munter und tschüss.